Hätte ich jetzt eigentlich auch Lust drauf, so Nachos essen. Das sieht echt lecker aus. Ja, doch, definitiv. Die Show ansehen, ja, nee. Da passiert ja eh nichts. Oder ist jetzt was Besseres? Cool, ein Salto. Das ist cool doch. Das kann ich auch. Ha! Aber ist schon cool. Das kann ich dann wieder nicht. Aber ein Akrobat könnten wir auch mal haben, weil irgendwie ist das schon cool. Die Frisur von ihm ist echt komisch. Oh, da ist es ihm auch fast aus der Hand gerutscht. Am Ende wäre doch die ganze Bühne abgefackelt. So, was passiert jetzt? Ach, jetzt geht's hier mit Pantomime weiter. Oh, die Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. Okay, Julia. Die Musik ist laut, yeah. Aber die Musik ist cool für so ein Festgelände. Da rockst du richtig mit. Solltet mich jetzt mal sehen. Jamie, bitte setz dich hin. Oh. Ach stimmt, die hatten ja heute Dingens. Die ist hübsch. Ist definitiv Jamies Typ wahrscheinlich. Kommt die Fahrgemeinschaft dann auch von hier? So im Hintergrund der Akrobat. Julia wird auf den Schuhen scheinbar immer besser. Sie rutscht kaum noch etwas. Cool. Definitiv cool. Was ist denn dann jetzt die Fähigkeit, die man erlernt? Die Fahrgemeinschaft kommt gleich. Ich wüsste gerne, ob sie von hier kommt. Adeline hat ihr Tagewerk vollbracht. Schön. Ja, und jetzt geht sie auch zur Arbeit. Das finde ich gut. Und zwar hart arbeiten, ja. Und bei Adeline, was muss sie eigentlich machen, um die Jobleistung zu verbessern? Einfach nur eine bessere Laune haben. Okay. Adeline, los geht's. Aber es sieht gut aus mit der Leistung. Und dann kann sie auch zu Hause das Buch lesen. Der hat scheinbar seine Karre verpasst da. Ach, die Villa ist auch cool. Wird da mal irgendwann leben können? Fände ich definitiv ganz cool. Ja, wir folgen ihr einfach mal. Deine Damen und Herren, da ist die nächste Aufführung, okay. Ja, da können wir jetzt aber leider nicht hin, weil Julia jetzt auf die Arbeit muss. So, ist sie angekommen? Oder kommt sie an? Oder wie auch immer. Scheinbar. Und ihr geht's super. Das ist gut. Ich hoffe, sie kann auch dort auf Toilette gehen. Nur schlafen kann sie halt nicht. Was haben wir hier? Ein Objekt kaufen, Spieluhr. Ich habe keine Ahnung, was die gibt. Sorry. So. Ach, er ist bald fertig. Mit, er kommt damit. Rose Kennedy hat von ihrem Ausflug zum Theater ein Souvenir mitgebracht. Und er auch. Und das wäre Spiegel-Theater-Garderobe. Und sie auch? Ja, cool. Können wir auch definitiv mal zu Hause anbringen. Machen wir direkt auch gleich. Zumindest bei Rose fände ich das ganz cool. Ich hoffe, er passt hin. So, wie geht's unseren Tierchen? Die haben leichten Hunger. Das ist aber nicht so schlimm. So, Jamie, beeil dich mal ein bisschen. Es geht ab. Teegesellschaft geben. Wie macht man das denn? Ich weiß echt nicht, wie man Sachen macht. Das ist dann immer so ein Aha-Effekt, wenn man dann so merkt, ach, so geht das. Ha, sag mir das doch gleich. Und warum parken wir nicht direkt da vorne? Sondern an der Kreuzung? Oh, ein bisschen unpraktisch. Wir wohnen da nicht hier. Ja. Okay, Rose, geh erstmal duschen. Duschen. Hier. So, Jamie. Jamie auch. Hier oben ist eine Dusche. Da kannst du auch duschen. Ja. Und Rose ist müde.
Ja, kriegen wir hin. Kein Problem, Mädchen. Ich denke, bei ihm wird es hinpassen, auf jeden Fall. Er hat einfach das praktischere Zimmer. Wahrscheinlich. Bei ihr passt es auch hin. Wartet. Wir kriegen das hin. Okay, ich finde ihn definitiv cool. Wir tun ihn erstmal hinhängen, solange wir nichts anderes haben. Oder können wir den auch verkaufen? Okay, der bringt sehr viel Geld. Das ist gut. Alles klar. Die beiden gehen jetzt duschen. Adeline ist jetzt zu Hause. Liest sie das richtige Buch? Nein. Welches Buch sollten wir lesen? Das hier, glaube ich. Dann mach das mal. In Arbeitskleidung. Aha. Die Arbeitskleidung ist ganz cool eigentlich. Dann lest woanders, nicht hier. Ich müsste mal vielleicht die Pflanze entfernen. So, Julia ist am Arbeiten. Alles klar. Und meine Gute, du kannst vielleicht... Du hast Wünsche. Ja, wenn ihr jetzt nicht so müde wärt, würde ich mit euch aufs Sommerfest gehen. Aber es regnet eh, da ist das Ganze nicht so praktisch. Ihr könnt beide mal schlafen gehen. Weil sonst geht es euch ganz gut. Und nur, dass das halt jetzt so schlecht mit der Energie aussieht. Ja, wie sieht es mit den Zufriedenheit auf Lebenszeitpunkten aus? Er hat mehr. Und sie hat am meisten. Ja, okay. Wird auch noch. Und wie weit bist du mit deinem Buch? Noch nicht so weit. Deine Energie sieht auch nicht mehr so gut aus, aber... Ja. Klappt schon. Star-Level aufsteigen, davon träumen wir wahrscheinlich noch in 10 Jahren. Jamie schläft. Ich denke, wir spulen mal vor. Sagen wir hier. Dort draußen lauern tausende von Schmartenden? Was ist das denn für ein Wort? Fans auf ihre Chance und es ist gar nicht so einfach, sich von der grauen Masse abzuheben. Dein Chef legte die Lektüre von Feingesänge Volumen 1 ans Herz. Liest du das Buch, werden sich deine Jobleistung und die Beziehung zu deinem Chef verbessern. Alles klar, machen wir. Kannst du dann auch machen, wenn du nach Hause kommst. Und wir spulen hier einfach mal vor. Sieht es mit ihren Bedürfnissen aus? Alles klar, da können wir dann auch gleich was essen gehen. Und Julia darf dann aufräumen. Oh, hier stinkt's. Ein Snack essen und Julia räumt dann auf. So, verdorbenes Essen aufräumen und ich mach das jetzt schon mal. Dann müssen sie nicht so viel erledigen. So. Vielleicht können wir das auch öffnen. Das geht ja so von alleine und da kann ich es vielleicht auch rausräumen. Ich kann es auch verkaufen, das klappt auch. So, und dann haben wir kein verdorbenes Essen mehr drin. Aber irgendwelchen anderen Zeugs. Zwiebeln und so. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Aber auch gut. Wenn sie dann nach Hause kommt, wie geht's mit ihr? Ach, jetzt hat sie Lose. Woher kriegt man denn diese Lose? Lose. 5 Stück. Er hat keine. Und Adeline hat auch keine. Wahrscheinlich kriegt man Lose, umso länger man auf dem Sommerfest ist oder so. Ich habe keine Ahnung. So. Machen wir das mal rein. Und Adeline ist, glaube ich, am Lesen. Am Schlafen, oder? Nee, aber du solltest langsam mal schlafen. Was? Wäsche waschen? Nein, eigentlich auf Toilette gehen. Aber geh erst mal schlafen. So. Stopp. Wir haben jetzt sie zu Hause. Duschen. Und du kannst dich auch mal im Kochen probieren. Und zwar einen Herbstsalat. Und dann fände ich ganz gut, wenn du noch... Was können wir noch mit dir machen? Ja, deinen Lebenswunsch erfüllen. Fände ich auch eine gute Idee, aber es ist halt... Bis du mal jemanden kennenlernst, ihr braucht erstmal Geld. Apropos Geld, wie ist das mit der Rechnung? Hallo? Rechnung bezahlen. Hier, mach das mal. Julia ist Vegetarierin. Sie bevorzugt also die vegetarischen Varianten der normalen Fleischgerichte. Ja... Weiß ich. Ein Herbstsalat ist doch nichts mit Fleisch, oder? Ist in einem Herbstsalat Fleisch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kümmern wir uns mal um ihre Bedürfnisse jetzt. Und die Zeitung sieht ganz schön ramponiert aus. Und das können wir mal verkaufen, weil wir jetzt eh nicht auf die Uni gehen. So. Haben wir mal wieder 16 Dollar mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr.
Und was machen wir mit euch beiden? Du stinkst nicht mehr. Wow, wie hast du das denn geschafft? Kratzen kannst du aber mal gehen. Und dann gucken wir mal bei Jamie. Vielleicht hat er... Nee, Jamie nicht, sondern Molly. Aber Molly geht's auch gerade gut. Was haben wir hier? Mitheulen. Ja, wenn es dein Wunsch ist, dann mach das. Mitheulen so. Können wir nämlich den nächsten Wunsch wieder annehmen. Immer schön Wünsche erfüllen, dass sie dann die nächsten wieder gehen. Sängerin am Veranstaltung. Ah, den Sim hofft, dass ein Sänger zu Besuch kommt. Vielleicht kannst du ja selbst so singen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber wenn es gehen würde, wäre es cool. So, ihr dürft schlafen, bis ihr ausgeruht seid, meinetwegen. Oh, ist das niedlich. Ich finde es so niedlich, wenn die mitheulen. Okay. Echt niedlich. So, es regnet schon wieder, oder? Oh, ich hasse Regen in Sims. So, aber ich stelle ihn auch nicht aus, weil es dann wieder unrealistisch ist. Wozu habe ich denn Jahreszeiten? Du kannst hier aber mal ein bisschen klar Schiff machen. Du kannst das Essen wieder nehmen. Dann machst du das so sauber. Das machst du noch sauber. Und Spaß hast du keinen. Wie kriegt man denn Spaß? Wir haben keine Spaßgeräte, kann das sein? Du kannst aber mal dein Buch lesen, zumindest anfangen. Ach, jetzt isst du auf dem Klo. Ja, würde ich auch so machen. Auf dem Klo essen. Ist auf jeden Fall mal eine lustige Situation, die wir festhalten können. So, Moment. Ach, ich vergesse immer. So. So geht das Ganze. Ja, da ist ein Nichts. Ja, da kam sie auch schon. Okay, haben wir ein bisschen verpasst, aber geht so. Hm? Nee, nicht Bild nach unten, sondern so. Sie ist müde. Nicht so gut. So, ich verspreche dir, ich räume auch ein bisschen mit auf. So. Weil ich hasse Aufräumen auch und da hätte ich auch gern so eine helfende Hand. Ah, ja. Joa. Adeline ist noch am Pennen. Alles klar. Ich finde, wir können jetzt uns wirklich auch mal ans Waschen machen, weil... Fände ich ganz gut. Haben wir oben noch irgendwelche Wäsche, die entsorgt werden kann, muss, wie auch immer? In ihrem Zimmer vielleicht? Hast du Wäsche abgesondert? Nee. Okay. Dann gehen wir dann auch noch Wäsche machen. Waschen. Ja, du bist jetzt halt heute mal für den Haushalt zuständig. Kann ich jetzt auch nichts machen. Wir spulen aber auf jeden Fall mal vor, weil das jetzt nicht sonderlich spannend ist. Oh, wow, Rose, wach. Und isst was, alles klar. Mach das, meine Gute. Was haben wir so für Wünsche? Warum kommst du da denn jetzt schon wieder nicht hin? Ich dachte, ich hab... Jetzt ist sie auch auf dem Klo, oder was? Nee, ich hoffe nicht. So, Hund, ich glaube, du hast jetzt genug mitgeheult, weil das ist irgendwann mal nervig. So, kauen auch nicht. Komm mal so Kauspielzeug, aber haben wir halt gerade nicht. Kannst mal ein Loch graben gehen. Ja. Meinetwegen. Und, Jamie steht auch, glaube ich, gleich auf. Ja, er holt sich auch schon was vom Kühlschrank. Finde ich ganz gut so. Und ich finde, die beiden könnten sich dann mal ein bisschen wieder anfreunden. Nachdem sie gegessen haben. Was haben wir hier? Bestnote in der Schule erhalten. Komisch, dass es bei ihr nicht kommt. Weil ihr ist es ja eigentlich eher so, Nein, nicht ihr Style. Sie ist ja nicht geniehaft oder... Geniehaft. Genie oder so. Aber er ist halt wirklich rebellisch und... Da, finde ich, passt es halt nicht so in der Schule. Na klar, man kann rebellisch sein und in der Schule gut sein, keine Frage. Aber ich fände es halt irgendwie cooler, wenn er wirklich der Coole ist. Und ja, scheiß auf Schule sozusagen. Ihr Buch ragt in die Wand.
Alles klar. Aber sie ist auch schon fast fertig. Dann haben wir nämlich die Jobleistungen auch ein bisschen höher. Und nachdem sie die Wäsche gewaschen hat, kann sie dann auch ins Bett. So. Ich vergesse immer zweimal zu klicken. So, schlafen. Und sie steht auch gleich auf. Alles klar. Wenn sie aufsteht, was können wir dann mit ihr machen? Ich glaube, dann gehen wir auf die Toilette. Und duschen. Und nehmen uns dann auch die Reste. Und ja, die beiden sind aufgewacht. Ich denke, ja, beide wollen fressen. Nicht so gut. Haben nämlich nur Altfutternapf. Müssen sie jetzt mal... Ach so, er bewacht ihn. Ah, also im Prinzip bewacht er ja sie. So. Dann kannst du dich auch mal ein bisschen mit ihr beschäftigen. Okay. Ja, und die beiden... Ach, die machen jetzt was gemeinsam. Mist, jetzt habe ich auf ihn geklickt. Das wollte ich nicht, nein. Aber wir können ja gleich mal das Outfit wechseln. Oh, hallo. Und hier herrscht wieder Stau. Yay. Kissenschlacht könnten wir eigentlich mal machen. Oder Fangspielen. Nee, Fangspielen finde ich doof. Vielleicht sollte sie was mit ihm machen, weil sie steht ja jetzt so komisch. So, können wir auch einen Witz erzählen? Nö, das geht nur bei ihm. Wie süß einfach. Super, ja. Eine Kissenschlacht finde ich aber wirklich ganz cool. So. Ich will aber bei der Kissenschlacht dabei sein. Ich hoffe, die wird hier gemacht. So, wir haben aber scheinbar keine Kissenschlacht mehr im Petto. Dann macht ihr mal beide Hausaufgaben zusammen. Und da gibt es wieder so einen Stau. Ja, ist gut. Ja, ich hab's. Das ist schlimm. Ja, und genau deswegen fand ich das Haus halt gar nicht so praktisch. Aber, naja. Ja, dann macht doch jetzt einfach Hausaufgaben. Das wäre sehr nett und freundlich von euch. Naja, aber wie und ob die beiden noch zum Hausaufgaben machen kommen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und bald ist ja auch Musetag. Da werden wir doch auf jeden Fall mal aufs Festgelände gehen. Und ja, wie wir das mit Jamie und der Besten in der Schule machen, sehen wir dann wahrscheinlich auch im weiterführenden Let's Play. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Ciao!